Hallo zusammen, ich begrüße zur Pressekonferenz vor unserem Auswärtsspiel beim FC Schalke am Samstag um 18.30 Uhr mit unserem Cheftrainer Daniel Farke. Ich begrüße euch hier im Presseraum und ich begrüße auch die Zuschauer, die das Ganze bei den sozialen Medien verfolgen. Ich würde die Fragerunde gerne eröffnen. Carsten Kellermann hebt den Kugelschreiber. Ja, es ist ein Kugelschreiber. Ja, hallo zusammen. Herr Farke, Schalke 04 wird wahrscheinlich ein extrem emotionales Spiel werden, ein Spiel gegen einen Aufsteiger, erste Heimspiel für die. Was erwarten Sie, was wird Ihre Mannschaft erwarten in diesem Spiel? Ja, das glaube ich auch. Generell ein Spiel, auch auf das wir uns alle freuen. Und ich finde ein Spiel, warum wir diesen Sport einfach auch so lieben, ja, weil das wird ein sehr, sehr emotionales Duell. Wir freuen uns alle auf das Duell, wohl wissend, dass es eine extrem schwierige Aufgabe einfach ist. Ist ja immer so, beim Aufsteiger das erste Heimspiel nach einem großen Erfolg, nach einer erfolgreichen Saison, da ist immer eine hohe Euphorie da und eine besonders gute Atmosphäre und eine große Freude, dann auch wieder auf dem Top-Level Bundesliga agieren zu können. Und wenn man ehrlich ist, ist Schalke 04 ja kein gefühlter Aufsteiger, sondern das ist ja irgendwie ein Urgestein der Bundesliga, ein Verein, der ja auch auf jeden Fall auf dieses Level gehört. Also von daher auch eine große Wucht, die dieser Club hat. Und
Ja, nach den Ereignissen dann auch in Ihrem ersten Spiel in Köln, wo das ja wirklich auch, ja, muss man sagen, dann ein bisschen unglücklich gelaufen ist mit der ganzen Diskussion um viele Entscheidungen, wird es, glaube ich, emotional dann nochmal ein bisschen aufgeladener sein. Also ich hoffe schon auch, dass wir in der Lage sind, dann irgendwie auch kühlen Kopf zu bewahren und cool zu bleiben. Ich glaube, das wird wichtig, dass der Schiedsrichter das auch tun wird. Ich glaube schon, dass der DFB ja für dieses Spiel irgendwie so seinen besten Mann schicken muss. Und ich glaube schon, das wird so das am schwierigsten zu leitende Spiel ganz bestimmt am Wochenende sein. Deswegen hoffe ich dann einfach auch, dass der DFB da wirklich einen absoluten Top-Mann schickt für dieses Spiel. Also generell ein Spiel, auf das wir uns extrem freuen. Ich finde, dass der Club Schalke 04 mit einer herausragenden letzten Saison einfach auch verdient hat, dann wieder auf dem Top-Level zu agieren zu dürfen. Und ja, nach einem guten Start freuen wir uns einfach auch auf dieses Spiel. Judith Malta für Gladbach Live. Ja, von mir auch. Hallo, Herr Farke, was für Personal steht denn dafür zur Verfügung? Beziehungsweise wer steht nicht zur Verfügung für das Spiel gegen Schalke? Ja, es sieht insgesamt ganz, ganz gut aus von den Jungs, die wir unter Vertrag haben. Also Lars Stindl wird das Spiel leider verpassen. Er ist ja noch in der Reha. Und Torben Müsel ist leicht angeschlagen, hat einen Schlag aufs Knie bekommen. Und sein Innenband überdehnt, da wird das Spiel ein bisschen zu früh noch kommen. Aber ansonsten sind alle Jungs fit, alle Jungs im Training und ja, stehen alle zur Verfügung. Sven Westerschulze, Sky Sport News HD. Daniel, ich sehe Sie jetzt hier sitzen mit so einem Grinsen im Gesicht. Wenn ich jetzt die letzten 7 Tage Revue passieren lasse, da war erst die Vertragsverlängerung von Alassane Player, dann dieser erfolgreiche Bundesliga-Auftakt mit dieser großartigen Stimmung hier. Danach kam die Vertragsverlängerung von Jonas Hofmann noch hinzu. Laufen Sie die ganze Woche schon mit einem Grinsen im Gesicht hier rum? Nee, das liegt einfach daran, dass ich ein freundlicher Mensch bin und bin dann trotzdem auch schon wieder fokussiert. Ich weiß auch, auf diesem Niveau, in diesem Geschäft, kann sich das Momentum auch schnell ändern. Also ich habe ja schon mal darüber gesprochen, das Schönste ist eigentlich so als Spieler, weil dann kannst du Siege richtig, richtig genießen und die Freude dann auch ein paar Tage mit dir rumtragen. Bei mir als Trainer sieht es da manchmal anders aus. Da ist eher schon so direkt nach dem Abpfiff, okay, du willst jetzt schon die richtigen Messages geben und Kommentare geben, um eine gute Woche einzuleiten, um auch klarzumachen, dass du auch im nächsten Spiel erfolgreich bist und das nächste Spiel nicht verlierst. Also wir sind da sehr, sehr fokussiert und weit, weit entfernt davon, irgendwie in Selbstzufriedenheit zu zerfließen. Wir wissen schon, dass wir einen guten Start gehabt haben, ja, absolut, und wissen schon, dass auch die letzten Neuigkeiten für unseren Kader wirklich, wirklich gut getan haben. Aber wir wissen schon auch, dass wir bis Ende August noch ein bisschen Arbeit vor uns haben und ganz bestimmt auch noch ein bisschen Arbeit, bis wir dann hoffentlich auf eine für uns erfolgreiche Saison zurückblicken können. Also der Start war gut, aber das ist irgendwie noch keine Garantie, dass wir auch diese Qualität dann eben auch über einen längeren Zeitraum bringen. Und deswegen, nee, also wir sind schon voll fokussiert, aber gehen das natürlich auch mit einem positiven Gefühl dann das Spiel an. Und Fußball ist immer noch ein Spiel und wir freuen uns einfach auch extrem auf dieses Spiel. Und ja, da gibt es auch keinen Grund, finde ich, ja, wenn man in so einer Situation ist als Fußballprofi oder dann in meinem Fall als Trainer, irgendwie mit einem schlechten Gefühl und mit einem missmutigen Gesicht durch die Gegend zu laufen. Nee, es ist eine privilegierte Situation, hier für Borussia Mönchengladbach arbeiten zu dürfen. Deswegen, ja, ist meine Laune nach dem Sieg natürlich immer auch besser als nach einer Niederlage, ist keine Frage, aber immer fokussiert, konzentriert, aber grundsätzlich auch positiv. Nils Balke Barton, der Westen. Ja, Batz in dem Sinne. Hallo zusammen, guten Tag, Herr Farke. Markus Thuram scheint regelrecht wieder aufzublühen unter Ihnen in der vergangenen Zeit. Und woran glauben Sie, liegt das und auf welchem Leistungslevel sehen Sie ihn? Und wie sehen Sie die Chancen, dass er vielleicht das auch Alassane Player oder Jonas Hofmann nachmacht und dann langfristig noch hier dem Verein erhalten bleibt? Mhm. Danke. Also ich wiederhole erst einmal meinen Mantra. Qualität ist Leistung über einen langfristigen Zeitraum. Also ich bin weit davon entfernt, irgendwie nach 1, 2 guten Spielen, nach 2, 3 guten Wochen irgendwie in totaler Euphorie auszubrechen und meine Spieler oder uns über den grünen Klee zu loben. Also ich finde, das ist nie angebracht. Also ein Qualitätsstürmer zum Beispiel ist für mich nie ein Qualitätsstürmer, weil er in einem Spiel mal irgendwie 5 Tore erzielt oder eine gute Woche hat. Das musst du langfristig nachweisen. Und Marcus, ist einfach ein Spieler, der einfach auch dieses Potenzial hat. Ich glaube, er muss keinem beweisen, was für ein toller, herausragender Fußballer er ist. Ich glaube, er hat sich einfach einen super, super Start in die Serie mit dem DFB-Pokalspiel und mit dem Spiel auch gegen Hoffenheim verdient, weil er einfach extrem hart gearbeitet hat. Sein Fitnesslevel ist auf einem wirklich guten Niveau.
hat extrem hart an sich auch am individuellen Verhalten gearbeitet. Während der Vorbereitung hat sich eine Top-Verfassung gebracht und ja, ist einfach ein Qualitätsspieler, ein Unterschiedsspieler für uns. Und ja, wir sind froh, dass wir ihn da in unseren Reihen haben, in einer guten Verfassung, in einer fokussierten mentalen Geisteshaltung und einfach auch in einer Top-Fitness-Verfassung. Und ja, wenn das alles zusammenkommt, dann können Spieler seiner Klasse einfach auch den Unterschied ausmachen. Das hat er in den letzten Spielen gemacht. Aber es wird auch immer wieder darum gehen, das Woche für Woche, Spieltag für Spieltag abzuliefern. Von daher, ja, sind wir zufrieden mit dem Status quo, aber die Aufgabe ist dann auch für Marcus wieder in 2 Tagen dann schon abzuliefern. Und da gibt es keine Selbstzufriedenheit, es ist auch in seinem Spiel immer noch Luft nach oben und es gibt immer noch Dinge besser zu machen und daran arbeiten wir. Und nichtsdestotrotz sind wir aktuell sehr, sehr zufrieden mit seiner Verfassung. Bernd Schneiders, Aachener Zeitung. Herr Farke, Ihr Bauchgefühl war ja mitentscheidend für das Spiel gegen Hoffenheim und hat sich ja nicht getrogen im Fall von Manuel Kone. Kann das sein, dass es jetzt so ein Remake gibt in Sachen Friedrich, angesichts der Tatsache, dass natürlich Schalke mit so einem Typen wie Polter vorne drin spielt und der Friedrich da eigentlich ideal zu passen würde? Oder ist das eher gedämpft, das Bauchgefühl, weil er eben anders als Kone aus einer muskulären Problematik rauskommt? Ja, also erstmal geht all das Lob nicht so für mein Bauchgefühl, sondern nur an Manuel Kone, weil du kannst ja als Trainer auch eine Idee und eine Vorstellung haben, aber es geht dann immer auch darum, das auf dem Platz umzusetzen. Also von daher geht alles Lob an Manu. Es ist nicht einfach, ohne Vorbereitungssekunde gespielt zu haben, dann auf Top-Niveau abzuliefern, aber das Spiel war einfach auch ein Beweis, warum wir ihn so schätzen und warum er einfach ein Spieler ist, der für uns ein Unterschiedsspieler ist und der auf dem Weg ist, wirklich ja, zu einem der auf seiner Position zu einem der absoluten Top-Spieler auch in Europa zu werden. Also nochmal, auch da ist immer noch ein junger Spieler, ist noch ein weiter Weg und da geht es auch darum, das mit Konstanz nachzuweisen. Aber ja, natürlich waren wir mit dem Auftritt nach der langen Verletzung sehr, sehr zufrieden und bin froh, dass er so meine Idee dann so umsetzen konnte. Und deswegen alles Lob geht an ihn. Ich bin auch sehr, sehr froh, dass ich Marvin wieder im Training habe. Also er war, finde ich, exzellent in der Vorbereitung. Also von Woche zu Woche ist er einfach stärker geworden. Ist dann leider so in der entscheidenden Phase dann knapp 3 Wochen ausgefallen, hat einige Tests verpasst, hat viele Trainingseinheiten verpasst. Und ja, klar, nach einer Muskelverletzung muss man auch immer wieder so ein bisschen aufpassen, irgendwie in welcher Verfassung der Spieler ist, wie der Körper reagiert. Ich glaube, er hat in der letzten Saison vor allen Dingen darunter zu leiden gehabt, dass er viele kleine Verletzungen aufgenommen hat und nie so richtig in seinen Rhythmus gekommen ist. Und deswegen wollten wir da auch wirklich vorsichtig mit ihm sein und ihn vorsichtig wieder ranführen. Und das ist soweit gut gelungen. Ja, und wenn ein Spieler dann im Training ist und voll trainieren kann, dann ist das immer auch ein Thema dann für die Startelf, gerade wenn er die Qualität von Marvin Friedrich dann auch hat. Aber ich glaube, wir müssen trotzdem immer noch ein bisschen aufpassen, dass wir ihn dann nicht in Situationen jagen, wo der Körper nicht top vorbereitet ist. Also ich habe das Gefühl, ja, dass Marvin jetzt auch hat eine gute Trainingswoche abgeliefert, dass wenn ich ihm das Zeichen gebe, dann zu starten, dass er dann auch abliefern kann. Aber es ist ganz gut einfach, dass wir ein paar Optionen dann wieder haben. Ich war mit unserer Defensivleistung insgesamt sehr, sehr zufrieden im letzten Spiel. Da gibt es auch von daher gar keinen Grund, irgendwas zu kritisieren und irgendwas groß zu ändern, nur weil der Trainer gerade mal irgendwie ein Bauchgefühl hat. Also ich weiß nicht, also ich verstehe meine Aufgabe einfach auch so, da zu sein für meine Mannschaft, meiner Mannschaft zu helfen und nicht so mein Bauchgefühl oder meine Ideen oder meine taktischen Überlegungen dann zu sehr immer nur in den Vordergrund zu spielen, nur um zu zeigen, ja, dass wir irgendwie Dinge ändern können und flexibel sind. Ich glaube, das muss der Mannschaft immer helfen. Und wenn ich das Gefühl habe, der Mannschaft zu helfen, dann tue ich das. Und wenn nicht, dann bleiben wir auch mal eher bei der ruhigen Hand. Also werden wir sehen, was wir fürs Wochenende tun werden. Thomas Grulke für die Rheinische Post. Ja, Herr Farke, jetzt hatten ja eigentlich beide Mannschaften, sowohl Ihr Team als auch Schalke, spezielle Aufgaben zu bewältigen am ersten Spieltag aufgrund zum einen einer langen Überzahl und auf der anderen Seite einer relativ langen Unterzahl. Wie gut ist da zum einen dann Schalkes aktuelle Spielstärke schon einzuschätzen und einzuordnen und was haben Sie vielleicht von Ihrer Mannschaft jetzt noch gar nicht auf Wettkampfniveau gesehen, was Sie wahrscheinlich dringend brauchen wird am Samstag?
Naja, ein erster Bundesligaspieltag ist schon auch immer wichtig, ja, weil du kannst natürlich den Ernstfall in der Vorbereitung simulieren und das DFB-Pokalspiel hat schon einen ersten Hinweis gegeben, aber das dann auf Top-Niveau abzuliefern und nachzuweisen, ist dann immer ein Unterschied. Und da sind wir schon froh, dass wir da wirklich ein gutes Spiel gemacht haben, 3 Punkte eingefahren haben. Aber trotzdem ist das dann auch noch keine Garantie dafür, dass wir dann eine überragende Serie spielen werden. Also es wird dann, glaube ich, schon wichtig sein, das dann eben auch über Wochen nachzuweisen. Und ja, das gleiche Bild gilt bei Schalke. Also ich würde so ein erstes Ergebnis weder für uns noch für Schalke irgendwie überbewerten. Ich finde, wenn man so die Leistung beurteilt, muss man schon sagen, dass, finde ich, das Team dann auch sehr gut in das Spiel in Köln gestartet ist. Also auch mit Selbstvertrauen und guten Situationen. Dass dann natürlich ein paar Schlüsselmomente irgendwie gegen Schalke gelaufen sind in dem Spiel und dass das dann auch sehr unglücklich zum Teil dann irgendwie war. Ich glaube, das liegt ja auf der Hand. Das kann ja kein Fußballfan, finde ich, irgendwie, wenn er es objektiv beurteilt, auch anders sehen. Und dass du dann natürlich, wenn du die Chance hast, in Führung zu gehen, mit einem 1-0 im Auswärtsspiel dann wahrscheinlich das Spiel einen anderen Verlauf nimmt, dass es ein Spiel einen anderen Verlauf nimmt, wenn du nicht in Unterzahl spielst über einen langen Zeitraum. Das ist ja auch logisch und klar. Deswegen interpretieren wir auch nicht zu viel in das Ergebnis rein. Ich finde, Schalke hat da gerade in der Startphase eine gute Leistung angeboten und auch ein gutes Fitnesslevel gezeigt. Ja, ich habe da kaum eine Kölner Dominanz gesehen, obwohl man wirklich in Überzahl war. Das natürlich nicht so einfach ist, das eigene Offensivspiel zu entwickeln. Unterzahl ist ja auch logisch, aber wir sind da schon nicht voller Angst, aber voller Respekt irgendwie auch. Wir wissen schon, dass es eine gute Mannschaft ist. Ich finde auch, dass der Verein in der Transferperiode sich sehr sinnvoll und sehr gut verstärkt hat, also auch Qualitätsspieler und Optionen dazugeholt hat. Also ich bin sehr überzeugt, dass in der Konstellation Schalke auch eine alle Chancen hat, eine gute Saison zu spielen und die Ziele auch zu erreichen. Also es wird eine Mannschaft sein, die definitiv ihre Punkte holen wird auf dem Level. Wir werden nur klarstellen wollen, dass natürlich dann auch gerade im ersten Heimspiel, wo dann nochmal eine besondere Wucht auch, glaube ich, vom Publikum, eine besondere Positivität nach dem Aufstieg herrschen wird, dass eine besonders schwierige Situation ist für uns, ist klar, aber deswegen fahren wir respektvoll dahin, aber wollen trotzdem dann auch unser Spiel durchbringen und wollen trotzdem auch in dem Spiel erfolgreich sein und unsere Serie an ungeschlagenen Spielen dann natürlich auch weiter ausbauen. Carsten Kellermann. Herr Farke, Sie haben eben darüber gesprochen, dass noch einige Arbeit auch zu tun ist, auch auf dem Transfermarkt. Können Sie ein bisschen beschreiben, was in Ihren Augen, jetzt mal abgesehen natürlich immer eingedenk der Rahmenbedingungen, die in Gladbach da sind, was in Ihren Augen den Kader noch guttun würde an möglichen Dingen und Fähigkeiten, die Spieler dann mitbringen müssten? Also erstmal geht ein riesengroßes Lob an unsere Verantwortlichen, die in den letzten Wochen wirklich intensiv gearbeitet haben. Und wir haben ja einige Schlüsselspieler einfach auch mit Verträgen, die nur ein Jahr Laufzeit haben. Und Sie wissen, dass ich oldschool bin in meinen Überzeugungen, dass Verträge da auch dafür da sind, sie zu erfüllen und das für mich kein Thema ist. Aber natürlich, wenn man nicht naiv ist in dem Geschäft, dann weiß man auch, was das für die Entscheidungsfindung von unseren Verantwortlichen bedeutet, dass natürlich es auch nicht einfach ist, in Corona-Zeiten, in Zeiten, wo Einnahmen aus dem internationalen Geschäft wegbrechen, dann unsere Schlüsselspieler langfristig zu verlängern, dass da eine Menge Überzeugungsarbeit notwendig ist und einfach unsere Verantwortlichen, natürlich aus dem sportlichen Bereich in allererster Linie, Roland Wirkus und Steffen Korrell, die viele Gespräche geführt haben, aber auch unsere ganze Vereinsführung, die diese Geschichten dann natürlich auch finanziell abwickeln muss mit Stefan Schippers und unserem ganzen Präsidium. Ein ganz großes Lob, weil ich glaube, Spieler wie Alassane Plea und Jonas Hofmann in diesen Zeiten dann langfristig zu verlängern, ist herausragende Arbeit und das erstmal eine gute Basis. Dass, wenn man sich unseren Kader anguckt, wir natürlich auch noch Optionen brauchen und den Kader dann auch noch stärken müssen, ist, glaube ich, klar. Also wir sind da nicht so naiv, dass eine gute Vorbereitung, ein gutes Pokalspiel und ein guter Saisonstart in der Bundesliga darüber hinwegtäuscht. Also wir haben darüber gesprochen, dass wir gerade in der Offensive, wir waren mit diesem Kader im letzten Jahr, wenn man ehrlich ist, lange, lange im Abstiegskampf gefangen. Und wir haben
zu diesem Kader im letzten Jahr in der Winterpause schon Qualitätsspieler mit Zakaria verloren und im Sommer dann jetzt auch noch Spieler mit Ginter und Embolo, die wahrlich keine Leichtgewichte in dem Kader waren. Und wenn du mit dem vorigen Kader schon lange im Abschiedskampf gefangen bist, dann glaube ich, ist es wichtig, dann irgendwie auch da Qualität hinzuzufügen. Und wenn wir gerade so unsere Optionen in der Offensive anschauen, da haben wir natürlich auch herausragende Spieler, die es toll gemacht haben in den ersten Spielen. Aber man hat ja schon eine Verletzung von Lars Stindl gesehen, dass unsere Optionen in der Offensive nicht gerade breit gesät sind. Da mussten dann schon ein Spieler, der eigentlich die ganze Vorbereitung in defensiveren Positionen gespielt hat, Flo Neuhaus, in eine offensivere Position schieben. Also das war ja schon, sagen wir mal, nicht unbedingt geplant, sondern einfach auch daraus geschuldet, dass wir offensiv jetzt nicht über eine unfassbare Anzahl, ein unfassbares Flurren an Qualitätsspielern auf Bundesliga-Niveau verfügen. Und wenn man sich unsere offensiven Positionen anschaut, ob das die Stürmerposition ist, ob das unsere offensiven Außenpositionen sind, ja, oder auch ein offensiver Schlüsselspieler wie Lars Stindl, dann glaube ich, wird uns schon die eine oder andere offensive Alternative gut zu Gesicht stehen. Das gilt nicht nur für die Offensive. Ich bin froh, dass Manu Koné ein sehr herausragendes Spiel gemacht hat und 90 Minuten durchgehalten hat. Aber das generell ist es ja vielleicht auch nicht unbedingt eine Ideallösung, wenn ein Spieler ohne eine einzige Vorbereitungssekunde direkt im ersten Pflichtspiel 90 Minuten auf dem Feld steht, ganz einfach, ja, weil unsere Alternativen nicht so breit gestreut sind. Von daher wird uns ganz bestimmt auch ein Spieler in diesen Positionen dann noch gut tun. Und ja, generell, dass auch in der Breite, wir haben ja auch über ein bisschen frischen Wind gesprochen, den wir auch brauchen in so einer Kaderstruktur, dass uns da der ein oder andere Spieler vielleicht dann auch auf einer anderen Position auch noch gut tun würde, keine Frage. Aber das ist natürlich auch immer eingedenk der Tatsache, dass unsere finanziellen Möglichkeiten eingeschränkt sind. Ich glaube nicht, dass wir irgendeinen Spieler dazu nehmen müssen, nur weil wir einfach eine weitere Option oder eine Zahl brauchen. Dafür haben wir gute Jungs. Ich glaube, wenn wir was machen, dann muss das einfach eine qualitativ gute Geschichte sein. Und ja, da muss man ein bisschen Geduld bewahren. Ja, klar, als Trainer will man alle Spieler so schnell wie möglich beisammen haben. Aber in unserer Situation müssen wir ein bisschen Geduld bewahren. Und dann tut sich vielleicht zum Ende der Transferperiode dann auch nochmal was auf, was zu Anfang dann vielleicht gar nicht möglich ist. Ich glaube, es ist trotzdem wichtig, dass wir einfach hellwach sind und ja, so habe ich unsere Verantwortlichen auch kennengelernt, einfach auch hellwach zu sein, weil das unser Ziel ist. Ja, wir wollen den bestmöglichen Kader und die bestmögliche Mannschaft hier für Borussia Mönchengladbach einfach aufs Eis schicken können und in die neue Saison schicken können. Und von daher habe ich ja gesagt, ist gerade bis Ende August dann auch noch ein bisschen was zu tun. Einmal in der dritten Reihe bitte. Name, sorry. Andreas Arz von der Radio 90.1. Genau. Daran anschließend vielleicht nochmal, können Sie vielleicht eine Zahl nennen, wie viele Spieler Sie noch haben wollen? Nein, ich bin da auch nicht so abhängig von Zahlen. Für mich ist wichtig, dass es wirklich Spieler sind, die uns qualitativ stärken, die uns qualitativ auch in der Breite stärken und von denen wir absolut überzeugt sind. Also werden da keine Not- oder Panikverpflichtungen machen. Dafür steht nicht Borussia Mönchengladbach, dafür steht nicht diese Vereinsführung, die den Verein in wirklich schwierigen Zeiten, Corona-Zeiten, auch finanziell total seriös durch diese Situation führt. Also und das ist auch nicht meine Art und Weise. Also wir werden nur Spieler mit dazu nehmen, von denen wir absolut überzeugt sind. Und wenn das im Endeffekt keiner ist, dann ist es so, dann arbeiten wir mit dem, was wir dort haben und beschweren uns auch nicht. Trotzdem wird es ganz bestimmt noch ganz gut sein, wenn wir die eine oder andere qualitative Verstärkung bekommen können. Nils Balke nochmal. Ja, ein Neuzugang ist ja Ko Itakura in diesem Sommer gewesen und kehrt jetzt gleich in seinem ersten Auswärtsspiel nach Schalke zurück. Hat jetzt auch gegen Hoffenheim sehr viele Ballkontakte gehabt, hat den Treffer durch Rami Benzebaini, den Fahrrückzieher, vorbereitet. Wie schätzen Sie ihn als Spielertyp ein? Was zeichnet ihn aus und was erwarten Sie von ihm am Samstag? Ja, Ko hat, finde ich, ein wirklich sehr, sehr gutes erstes Bundesligaspiel abgeliefert in seiner Rolle, die auf Schalke auch viel gespielt hat in der letzten Abwehrreihe. Bei uns dann als einer von zwei Innenverteidigern hat, finde ich, dort ein wirklich gutes Spiel gemacht. Ist ein Spieler, der natürlich auch für eine Defensivposition, hat ja auch viel im zentralen defensiven Mittelfeld gespielt, sehr, sehr ballsicher ist, auch zweikampfstark, Dinge gut antizipiert, schlau ist.
in einem guten Alter ist und alle Anlagen hat, auch auf diesem Top-Level zu glänzen. Aber auch da, ich bin immer vorsichtig mit Vorschusslorbeeren. Das ist auch für ihn die erste Saison auf Bundesliga-Level. Nach einem Bundesligaspiel, die er jetzt in seiner Vita stehen hat, bin ich noch nicht bereit, irgendwie das hohe Lied auf Kuhl-Terkura zu singen, sondern das muss man erst langfristig nachweisen. Ist nicht seine Schuld, dass er bisher noch nicht die Gelegenheit hatte, mehr Spiele auf diesem Level absolvieren, aber es ist schon ein Unterschied. Dann in den Stationen, wo er vorher gespielt hat, ja, ob das in Holland war oder dann, ich finde, eine herausragende Bundesliga-Saison auf Zweitligasaison auf Schalke gespielt hat, ist trotzdem ein anderes Level jetzt auf Bundesliga-Level für Borussia Mönchengladbach. Das ist einfach so. Und da hat er einen sehr, sehr guten Start gehabt, aber es geht auch darum, das immer weiter nachzuweisen. Und wir sind überzeugt von seinen Qualitäten und deswegen haben wir ihn auch verpflichtet und sind da sehr, sehr froh auch über seine Vielseitigkeit, die uns auch in der Breite stärkt. Aber das dann weiter mit Qualität zu füllen, da arbeiten wir hart im Training dran. Aber wir können Co. dann auch nur bis zur Tür bringen. Die Schritte dadurch, die muss er selbst tun. Und momentan ist er dabei, die zu tun. Aber bevor wir das hohe Lied auf ihn singen, müssen wir erst noch weiter mit Konstanz abliefern. Bernd Schneiders. Am Samstag hat Ihre Mannschaft Geduld gezeigt, als es in der Offensive erst nicht so funktionieren wollte. Hat auch weiter Fußball gespielt. Das, was Sie eigentlich auch sehen wollen. Und Sie haben ja schon immer betont, dass Ballbesitzfußball ist, was Sie favorisieren. Jetzt gibt es aber für bestimmte Momente, die hätten am Samstag ja auch eintreten können. In den letzten Minuten gibt es Spezialisten. Und es gibt dann eben diese Momente, wo die Mannschaft davon etwas abkehrt und eine andere Art von Fußball, etwas pragmatischer, etwas englischer im alten Sinne, dann an den Tag legen muss. Dafür braucht es dann Strafraumspieler mit einer entsprechenden Größe und Körperlichkeit. Würde das gut noch, trotz Ihres Fables für Ballbesitzfußball, würde das noch gut zu Ihrer Mannschaft passen? Wären Sie froh, wenn so jemand noch kommen könnte? Also erstmal ist mein größter Faible erfolgreicher Fußball. Also das ist für mich das Allerwichtigste und steht über allem. Also ich bin da nicht ideologisch verblendet. Es ist nur die Art und Weise, die wir wählen, weil ich davon überzeugt bin, du darfst nicht wie die Flagge im Wind sein. Du musst dich für eine Art entscheiden und nicht nach jedem schlechten Ergebnis oder nach jeder Niederlage alles umschmeißen, sondern du musst für deine Identität und deine Werte einfach auch stehen. Von daher bin ich da auch ein großer Fan davon. Allerdings gehören zum Fußball, um erfolgreich zu sein, immer alle Facetten des Spiels dazu. Ich war zum Beispiel am Wochenende auch sehr, sehr zufrieden mit unserer Defensivarbeit. Wir haben zwei Schüsse zugelassen, wir haben einen Schuss aufs Tor zugelassen, der leider drin war, auch ein bisschen unglücklich irgendwie, weil der Ball in der Entstehung vorher zweimal abgefälscht war. Aber damit war ich zufrieden. Ich war mit unserer Konterabsicherung brutal zufrieden. Also zu unserem Spiel gehört auch immer sehr, sehr gut dann auch zu verteidigen. Und ich finde, das gehört auch zu Borussia Mönchengladbach bei allem, bei aller Wertschätzung für Kreativität und Ballbesitz, aber dieser Club hat seine erfolgreichsten Phasen auch immer gehabt, wenn er herausragende Defensivspieler hat und herausragende Qualitäten im Verteidigen auch hatte und hat dann seine erfolgreichsten Phasen in der Geschichte gehabt. Und ja, da wollen wir auch gut sein, wollen im Verteidigen gut sein, wollen auch in der Robustheit gut sein, wollen Standards gut verteidigen irgendwie und da müssen wir in allen Phasen dann auch bereit sein. Ich glaube allerdings nicht, dass pragmatisch Fußball spielen, ganz bestimmt. Und wenn der Gegner dann vielleicht auch viel mit hohen Bällen agiert und lange Bälle reinschlägt in den Strafen, das kannst du ja nicht alles verhindern. Da musst du schon bereit sein, irgendwie auch da zu sein, Kopfbälle zu gewinnen, zweite Bälle zu gewinnen irgendwie und auch den unbequemen Weg dann manchmal zu gehen. Das lässt sich ja nicht verhindern, das ist auch wichtig. Ob es allerdings so gut ist, wenn du hinten liegst, brauchst du, finde ich immer, du musst flexibel sein und Plan B, Plan C, Plan D haben. Ansonsten kannst du nicht auf höchstem Niveau agieren. Ob es allerdings dann für eine Ballbesitzmannschaft immer so ratsam ist, die Art und Weise komplett zu verlieren und dann nur lange Bälle irgendwie vorne rein zu knallen und einen Fußball zu spielen, den man eigentlich gar nicht spielt, ist so die Frage. Es gibt da wissenschaftliche Studien, dass wenn du in den letzten Minuten trotzdem bei deiner Art und Weise bleibst und weiter Fußball spielst und kombinierst, dass du dann trotzdem mehr Tore erzielst, als wenn du dann irgendwie die Brechstange rausholst und versuchst, deine Art und Weise komplett zu ändern. Wenn uns das mehr Tore garantieren würde,
bin ich ehrlich, dann würden wir es von der ersten Sekunde an machen. Also wir sind nur davon überzeugt, dass mit unserer Art und Weise wir in der Lage sind, auch Tore zu erzielen. Und ich finde, das letzte Spiel ist ein passender Beweis dazu. Ich fand uns direkt nach der roten Karte einfach zu gierig. Wir haben zu viele lange Bälle gespielt. Wir haben zu früh den Ball in den gegnerischen Strafraum gespielt. Und Hoffenheim war da gut aufgestellt, hat alles geklärt. Es waren relativ leichte Flanken aus dem Halbfeld, die Abwehr dann kopfballstark einfach auch klären konnte. Und wir sind dann gut geworden in der zweiten Halbzeit, als wir auf unsere Struktur konzentriert waren, als wir die Spieler nicht zu früh in hohen Positionen hatten, als wir Fußball gespielt haben. Da haben wir Chance um Chance kreiert. Und ja, ich nehme auch mal einen lang geschlagenen Ball und einen Kopfball und einen dreimal abgefälschten Schuss, der dann irgendwie reingeht. Also hundertprozentig nehme ich das, weil ich will Fußballspiele gewinnen. Aber trotzdem werden wir, glaube ich, von unserer Art und Weise nicht unbedingt total abkehren. Trotzdem auch im Kader dann Spieler zu haben, die vielleicht auch unterschiedliche und andere Qualitäten mit reinbringen zu dem, die vorhanden sind. Ja, ist immer definitiv gut, aber das müssen trotzdem auch Spieler sein, die generell zu unserer Art und Weise passen. Und so einen totalen Exot, der vielleicht 2,19 Meter groß ist und aber den Ball nur im Kopf spielen kann, wenn er mit dem Fuß noch nie einen Ball getreten hat, ich glaube, den wird Borussia Mönchengladbach nicht verpflichten. Sven Westerschulze. Daniel, jetzt möchte ich noch einmal nachhaken, nachdem Sie gerade schon die Transferpläne so ein bisschen skizziert haben. Stimmen Sie mir zu, wenn ich sage, dass Julian Weigel ein Spieler ist, der den Kader qualitativ stärken würde? Und wie sehr würden Sie sich freuen, wenn es den Verantwortlichen gelingt, diesen Spieler noch nach Gladbach zu bringen bis zum 1. September? Nein, unser Stil ist immer so, dass wir Namen und Gerüchte und Spekulationen generell nicht kommentieren. Also bei uns wird immer Business verkündet, wenn es denn realisiert ist. Und ich nehme auch zu anderen Spielern keine Stellung. Das ist auch nicht mein Stil. Solange ein Spieler bei einem anderen Verein unter Vertrag steht, wird es von meiner Seite aus nie Bewertungen oder Situationen geben, wo ich über Spieler von diesem anderen Verein spreche. Ich erwarte das auch von allen anderen Vereinen. Ich würde jetzt auch nicht gutheißen, wenn irgendwelche anderen Trainer über die Qualitäten von, ja, weiß ich nicht, Jonas Hofmann oder Lasso Plea oder Marcus Thuram oder so sprechen würden und darüber sprechen würden, dass sie den Spieler schätzen oder gerne bei sich sehen würden oder so. Von daher wird es keine Kommentare zu Namen von mir geben. Ich glaube, das würde dann wirklich einen Mangel an Klasse und Stil einfach bedeuten. Von daher gibt es ja keine Kommentare von mir. Bernd Schneiders nochmal. Herr Farke, Sie haben die U23 von Borussia Dortmund trainiert. Wie stark hat diese Episode oder diese Phase innerlich auf Sie abgefärbt, eingedenk der Tatsache, dass es jetzt auf Schalke geht? Ist schon eine Weile her, deswegen habe ich gerade nachgedacht, also waren so lange Jahre und weiß nicht, gefühlt, ich glaube, weiß nicht, 50 Premier League Spiele und 140 Championship Spiele und FA Cup Spiele und so dazwischen. Deswegen ist diese Zeit schon lange her. Aber ich würde generell sagen, dass insgesamt jede Phase im Leben als Spieler, als Trainer dich natürlich auch prägt und dich auch entwickelt in deiner Denkweise, in deiner Arbeitsweise, in deinen Dingen, in der Emotionalität, wie du dann ein Derby vielleicht irgendwie bewertest. Das ist nicht so dramatisch dafür. Also als Trainer ist man eher sowieso fokussiert. Ich weiß, dass ich insgesamt eine sehr, sehr gute Derby-Bilanz habe. Das war auch in England so, da haben wir auch ein großes Derby, das East Anglian Derby gehabt. Da war Ipswich immer so der Gegner. Die haben übrigens auch blaue Vereinsfarben irgendwie so gehabt, fällt mir gerade ein. Da waren wir mal sehr, 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 sehr erfolgreich, aber das ist jetzt irgendwie kein Thema, worüber ich mir jetzt gerade Gedanken mache. Mein einziger Gedanke ist da, ich möchte mit Borussia Mönchengladbach erfolgreich sein, möchte dieses weiße Trikot oder unser Auswärtstrikot dann, je nachdem, was wir anhaben, zum Erfolg führen. Und ja, möchte natürlich das auch unbedingt dann im zweiten Saisonspiel, klar. Carsten Kellermann. Herr Farke, Sie haben eben über die Art und Weise Ihres Fußballs gesprochen. Inwieweit entspricht Alassane Player diesem Fußball? Können Sie so ein bisschen noch mal herausstellen, warum es für ihn oder für Borussia wichtig ist, dass er hier verlängert hat und vor allem wie wichtig auch für Ihr Spiel ist?
Ja, ich habe, glaube ich, meine Wertschätzung für Lasso eigentlich von der ersten Sekunde, als ich hier angetreten bin, immer schon zum Ausdruck gebracht. Also für mich ist es ein Unterschiedsspieler. Ich habe eben über Qualität gesprochen und das ist das, was Lasso langfristig nachgewiesen hat. Er ist, wenn man die letzten Jahre, seitdem er da ist, betrachtet in diesem Zeitraum, der beste Torschütze dieses Vereins, hat viele, viele Tore, viele, viele Torvorlagen einfach auch auf seinem Konto und hat das auch im ersten Saisonspiel gezeigt, wo er dann wirklich an sehr, sehr vielen offensiven Aktionen und dann auch an unseren Toren extrem beteiligt war. Großes Kompliment an Roland Wirkus, dass es gelungen ist, diesen Spieler zu verlängern, weil wenn man das auch so im Paket mit Jonas Hofmann zusammen sieht, der ja einfach für uns unser bester Torschütze im letzten Jahr war, der Jonas, und ein gestandener deutscher Nationalspieler, beide kommen jetzt eigentlich so in den Peak ihrer Karriere. Also man sagt ja so, gerade bei den Offensivspielern so in dem Alter von 28 bis dann 32, das ist eigentlich so die beste Phase, da sind die Spieler gereift, da sind sie auf dem höheren Punkt ihrer Schaffenskraft. Und dass diese Spieler sich in ihrer besten Phase in der Karriere zu Borussia Mönchengladbach bekannt haben und dass wir diese Spieler in der dann hoffentlich auch wirklich besten Phase ihrer Karriere als unsere Spieler haben. Das ist nicht nur ein tolles Zeichen, sondern das ist einfach auch eine hohe Qualitätsarbeit von Roland Wirkus und unseren Verantwortlichen, die das geschafft haben. Und von daher sind wir sehr, sehr zufrieden, dass Lasso für unseren Fußball steht und technisch auf allerhöchstem Niveau agiert und voller Kreativität und Spielintelligenz einfach auch ist. Das hat er beweist an jedem Training und beweist, dass es eigentlich Bundesliga-Spieltag für Bundesliga-Spieltag und darüber hinaus ist auch ein ganz absolut sauberer und klarer Charakter. Ich weiß gar nicht, ob er überhaupt irgendwie, er hat mal eine Trainingseinheit individuell trainieren müssen während der Vorbereitung, war irgendwie immer gefühlt, immer fit, immer da, immer pünktlich, immer ein guter Teamkamerad, liefert immer ab, also ist ein Top-Spieler und von daher sind wir richtig, richtig froh, dass er den Vertrag auch langfristig, gerade in dieser Phase seiner Karriere, verlängert hat. Und der Andreas Arz nochmal. Ja, ich habe noch eine Rückfrage zu Ko Itakura, haben Sie ja gerade schon ein bisschen darüber gesprochen. Der kennt Schalke ja jetzt bestens, weil er letzte Saison in der Aufstiegssaison dabei war. Haben Sie denn jetzt in der Vorbereitung auf das Spiel vielleicht mal mit ihm auch gesprochen, ihn so ein paar Sachen zu Schalke gefragt und ist er jetzt vielleicht sogar noch wichtiger als sonst, weil er eben den Gegner kennt, weil er die Atmosphäre kennt, Emotionalität haben Sie angesprochen? Nein, auf dem Niveau gibt's ja keine Geheimnisse mehr, das ist ja klar. Erstmal hat Schalke auch viele neue Spieler verpflichtet, sind einige Abgänge dann auch dabei gewesen, aber wenn du dann Team im Detail analysierst, da ist ja kaum irgendwie was, wo dann noch ein Spieler, der dann früher vielleicht vorher mal gespielt hat, dir dann noch irgendwelche entscheidenden Hinweise geben kann. Das ist ja irgendwie so gläsern dann oft und du weißt eigentlich in der Regel viel mehr über den Gegner als der Spieler, der dort gespielt hat. Also ich könnte ihm, glaube ich, wahrscheinlich Dinge über Schalke erzählen, die Co. Im letzten Jahr gar nicht realisiert hat. Und als Spieler bist du ja mehr auf dein Spiel fokussiert und vielleicht noch nicht so hochanalytisch unterwegs, dass passiert dann eher mal, wenn man so ein bisschen gesetzteres Alter hat und sich dann vielleicht auch mit dem Trainerberuf so ein bisschen auseinandersetzt. Also ja, von daher gab's da groß keinen Gesprächsbedarf. Er hat eine tolle Zeit und eine erfolgreiche Zeit gehabt, aber die Zeit ist auch vorbei. Er ist jetzt für uns da und ja, ich mag das so auch vom Stil und Klasse dann nicht irgendwie zu viel in die Spieler reinzufragen und da irgendwie in Geheimnisse plaudern zu lassen, die im letzten Jahr für ihn dann noch ein Geheimnis waren. Ich finde es dann für einen Spieler dann irgendwie auch immer eine unbequeme Situation, aber wenn ich ehrlich bin, gibt es auch keine Geheimnisse, weil ja, unsere Gegneranalyse ist dann hoffentlich auch qualitativ so gut, dass dann irgendwie auch keine Fragen offen bleiben. Und ja, mit den Jungs wird da bestimmt das eine oder andere Mal schon mal ein bisschen geflaxt haben über irgendwie ein paar Geschichten, aber ansonsten war das irgendwie so, ist er nicht, also ich spreche jede Woche mit meinen Spielern und auch immer mal wieder mit Co., aber war das jetzt kein besonderes Gesprächsthema während dieser Woche. Jochen Schmitz, Westdeutsche Zeitung. Herr Farke, Sie starten ja nun in zwei Tagen auf Schalke in der Bundesliga Ihre Auswärtstouren durch die Republik. Ist das nochmal ein besonderes Gefühl für Sie? Sie haben ja in der Premier League und der Championship jede Menge tolle Stadien erlebt, wahre Kultstätten. Ja, das stimmt, aber der Borussia Park bleibt schon unser Wohnzimmer. Das steht auch fest. Und am wohlsten fühlt man sich immer im eigenen Wohnzimmer. Deswegen freue ich mich auch schon wieder auf die nächsten Heimspiele.
Ja, Auswärtsspiele bin ich gewöhnt. Also in England ist es so, du hast so viele Spiele, gerade auf Championship-Level, plus die beiden Pokalwettbewerbe, League Cup und LA Cup, FA Cup. Gefühlt bist du manchmal im Hotel, weißt gerade gar nicht, in welcher Stadt du bist, so ungefähr. Irgendwie musst so viele Nächte in einem Hotel verbringen, dass du dich freust, wenn du mal wieder im eigenen Wohnzimmer bist. Also in Deutschland ist das ein bisschen entspannter, das ist auch gut. Trotzdem, ja klar, haben wir tolle Stadien und eine tolle Atmosphäre und auch, ja, auf Schalke ist ja immer eine herausragende, emotional aufgeladene Atmosphäre und das ist ja auch beflügelnd. Ich finde für beide Mannschaften, ja, das ist ja der Grund, warum du Fußballer geworden bist dann und auf dem Level spielen willst, ja, weil natürlich, wenn die eigenen Fans sich nach vorne patschen, ist traumhaft, aber irgendwie so, ja, wenn 95% des Stadions gegen dich sind, ist auch irgendwie ganz cool. Also von daher freuen wir uns auf das Spiel und freuen uns auch auf ein tolles Stadion, eine tolle Atmosphäre und ja, wir wollen erfolgreich sein. Also ich bin auch nicht so der Typ, der schrecklich vielen Heimvorteil, Auswärtsvorteil irgendwie interpretiert, ja, weil das Feld ist irgendwie gleich groß, da stehen so zwei Rechtecke an den Enden des Feldes und ich finde, man muss da irgendwie auch cool bleiben, ja, und das Ziel ist irgendwie, den Ball dann so über die Linie in das Rechteck irgendwie zu befördern. Die Regeln sind gleich, Anzahl ist gleich, irgendwie so, von daher gibt es da für mich irgendwie auch keinen Grund, warum man zu Hause unbedingt viel erfolgreicher sein soll als auswärts. Ich glaube, es ist wichtig, dass man da einfach cool bleibt, schon mit heißem Herzen spielt, aber cool im Kopf und ja, genauso gehen wir das Spiel jetzt auswärts auch an. Bernd Schneiders. Herr Farke, Sie haben eben schon die Torquoten von Player und Hofmann erwähnt. Wie gehen Sie in die Planung der Saison in Sachen Offensive rein? Rechnen Sie dann auch? Sagen Sie, der Spieler bringt mir 10 Tore, der andere auf jeden Fall auch. Das reicht noch nicht, braucht noch jemanden, der mir 10 oder möglichst noch mehr fast garantiert machen Sie dieses Zählwerk gar nicht? Wissen Sie, ich nehme eigentlich jedes Tor. Also meinetwegen kann auch Jan Sommer 10 Tore erzielen. Das ist überhaupt kein Problem, solange es keine Eigentore sind. Weil jedes Tor zählt. Von daher bin ich damit glücklich. Klar, bei der Kaderplanung ist es natürlich schon so, dass du auch ein Stück weit überlegst, okay, welche Spieler können auch beitragen. Und ja, dass es immer eine gewisse Größenordnung gibt, die du irgendwie so insgesamt in der Offensive auch an Toren abliefern musst, um eine erfolgreiche Saison zu spielen. Das ist keine Frage. Bei mir ist es wirklich, wirklich immer wurscht, ob du einen Stürmer hast, der gerade 35 Tore erzielt und dann der zweite erzielt nur ein Tor, ja, oder ob das drei Stürmer sind, die sich jeweils 10 oder 12 Tore aufteilen irgendwie so und jeder erzielt 10 Tore. Das ist eigentlich relativ wurscht. Also ich weiß auch, dass wenn du gut durch eine Saison kommen willst, brauchst du auch immer wieder Tore auch von den Defensivspielern. So, das ist auch was, worüber wir gesprochen haben in der Vorbereitung. Also ich brauche auch meine Defensivspieler, die müssen mal eine Standardsituation irgendwie verwerten. Also du spielst nie eine gute Saison, wenn deine Innenverteidiger und deine Abwehrspieler dann immer mit 0 Toren aus der Saison gehen. Weil es kommen immer mal Spiele, die du über eine Standard gewinnen musst, die du über eine Standard öffnen musst. Und deswegen bin ich eigentlich auch umso froher, dass wir schon im ersten Saisonspieltag da auch abliefern konnten, dass mit Benzi Baini, unser linker Außenverteidiger, mit Elvedi, unser Innenverteidiger, dann irgendwie schon dazu beitragen konnte. Also wir nehmen definitiv alle Tore und alle Tore haben die gleiche Wertigkeit. Bei der Kaderplanung, ja, mir persönlich ist es ehrlich gesagt völlig wurscht, wer im Endeffekt die meisten Tore erzielt hat, weil uns geht es immer nur darum, dass wir insgesamt als Team noch mehr Tore erzielen als der Gegner. Okay, ich glaube, wir haben es. Dann danke fürs Kommen und wir sehen uns Samstag auf Schalke.